Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lara at the Movies. Wir sind immer noch in Stargate, aber mittlerweile so im letzten Hauptabschnitt, wenn ich mich nicht irre. Aber das werden wir dann ja sehen. Mir macht jedenfalls die Map riesigen Spaß. Also es ist momentan meine, ja doch, auf Platz 1 meine Favoriten-Map. Also es ist auf jeden Fall mein Lieblingsfilm bisher. Ich finde den so gut gelungen bis jetzt zumindest. Es ist super gestaltet. Es sind zwar viele Wege, aber entweder führen sie eine Sackgasse oder es ist klar erkenntlich, ja, komm, da kommst du zurück oder dies und das und jenes. Es ist alles so, ja, es macht alles seinen Sinn. Und das hat man ja schließlich nicht immer in solchen Filmen. Ich sag nur Blood from the Mummy's Tomb. Also es ist und bleibt einfach mein Hassfilm. Es ist einfach so. Ich kam überhaupt nicht klar damit. Es ist kein Film für mich, definitiv nicht. Vielleicht für andere, aber für mich nicht. Absolut nicht. Und hier stimmt einfach alles. Die Musik, die Effekte, die Geräusche, wann irgendwie ein Gegner kommt, was für Gegner, ihr Outfit, einfach alles. Und es ist auch nicht so, dass du jetzt irgendwie lange irgendwie suchen müsstest oder so. Lange überlegen müsstest, okay, wie komme ich jetzt dorthin? Es hat zwar auch so seine kleinen Kniffe, sag ich mal. Aber eigentlich ist das alles wirklich sehr gut gemacht. Und ist vor allem noch sehr aufwendig. Wo bin ich denn jetzt hier? Und es hatte bisher keine gemeinen, fiesen Fallen, Zeit gesteuert oder sowas. Okay, da kann ich rein. Gut. Kann ich das zerschießen? Nein, nicht unbedingt mit der Waffe. Nee, das kann ich nicht zerschießen. Dann wird sich das, denke ich, noch öffnen, weil das sind schöne Sachen dahinter. Pistolenmuni, Flair ist so gut, kann ich verzichten. Medipack. Wir haben doch so wenige Medipacks. Da könnte man ruhig mal ein paar mehr gebrauchen. So, rüste ich mal wieder meine Waffe aus. Dann gehen wir mal hier nach oben. Warum willst du da nicht hoch? Ja, jetzt geht's doch. Hier werde ich nicht angegriffen. Das glaube ich irgendwie nicht. Okay, hier ist noch ein Gang. Hier auch noch. Und das kann ich, glaube ich, zerschießen, oder? Nein. Das kann ich, glaube ich, nicht zerschießen. An der Decke sehe ich jetzt soweit auch nichts. Dann gucke ich mir das Teil einfach mal an. Es kann natürlich sein, dass hier... Oh, das erinnert mich voll an Tomb Raider 4. Wie ich irgendwelche Skarabäen rausgenommen habe, reingesetzt habe und dann von welchen gejagt wurde. Also ich glaube, drei davon finde ich in den jeweiligen Gängen, denke ich mal. Gucken wir einfach. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Okay. Ja. Ist in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ich habe erstens hier gespeichert und zweitens gehe ich nicht in den Gang rein. Ich gucke mir mal den anderen Gang an. Der ist bestimmt genauso freundlich. Okay. Das führt mich jetzt irgendwo unten hin. Führt mich die Seite auch genau dorthin? Ja, auch so. Da sehe ich schon was richtig Nettes. Was überaus Nettes. Oh, ich liebe es. Ich bin gestört, glaube ich. Nein, ich finde das so genial gerade. Da hinten ist, glaube ich, dieses Teil, was ich holen muss. Da ist noch ein Gang, da ist irgendwie noch ein Gang. Ich muss jetzt auf die Plattform drauf. Boah, ist das cool.
Hallo, sich sowas auszudenken, das so zu gestalten. Na gut, es ist ja nicht richtig ausdenken. Na gut, ich kenne den Film nicht, also von daher weiß ich nicht, ob inwiefern das jetzt ausdenken ist oder nicht, aber Lara, du hättest nicht diesen einen Schritt noch machen sollen. Dann wäre das voll gut gekommen. Direkt auf Anhieb hätte ich es geschafft. So. Einmal hier hin, dann kann ich mal kurz gucken, was da genau in diesen Gängen ist. Ich muss auf jeden Fall direkt drauf kommen, weil mich da irgendwo festhalten, das kann ich ja mal vollkommen vergessen. Sieht das schön aus. Ich mag die Map trotzdem noch. Also bis jetzt war es jetzt auch noch nicht schwer, ne? Oh. Ich bin doch immer angezündet worden, ne? Ja, okay, gut. Ich habe das eben nämlich nicht gesehen und dachte mir, was? Konnte ich jetzt doch ins Wasser? So, einmal hier hin. Einmal dahin. Einmal keine Ahnung wohin. Dann wieder zurück. Da war doch nichts sonst, ne? Nö. Einmal hier hin. Einmal mit Anlauf, in der Hoffnung, ich falle nicht runter oder brenne oder bin schon tot. Dann einmal nicht dorthin. Okay, dann springe ich anders. Dann springe ich, obwohl das kann ich mit normalen Sprung auch hinkriegen, ne? Oder? 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 Ja. Gut. Das habe ich schon mal. Das andere ist ja auch zu. Es sind irgendwelche Gänge. So, das sollte ich aber mit dem Sprung schaffen, mit dem Anlaufsprung. Ja. Ach, das ist sowas zum Eindingsen. Ich dachte, das wäre schon so ein rundes Garabäus-Teil-Dingens. Es hat sich wahrscheinlich irgendwas geöffnet. Fragt sich nur, auf welcher Seite. Nein, Lara! Lara, Lara! Lara, ich hatte die Gehentaste noch gedrückt. Okay, das habe ich schon mal geschafft. Das habe ich schon mal geschafft. Das ist noch zu. Das ist offen. Dann glaube ich, muss ich dort entlang. Schaffe ich das ja auch mit einem einfachen Sprung? Ich habe es jedenfalls vorhin geschafft. Und ich schaffe es wieder. Sogar auf dem Rückweg. Wow. Nein, nein, nein. Ich wollte noch gar nicht. Ich wollte noch 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 nicht. Oh, das erinnert mich jetzt gerade wirklich arg an, an Tomb Raider 4, aber so richtig. Da war nämlich auch irgendwie so ein Gang, wo du, das war irgendwie zeitgesteuert, das weiß ich noch. Und wenn du zu langsam warst, dann wurde das Wasser, glaube ich, in Brand gesteckt. Aber ich speichere hier jetzt auch nochmal. Wenn ich schon mal hier bin. Ich muss noch gucken, wie ich am besten, ich glaube. Ah, ich bin zu früh gesprungen. So, Stück für Stück, irgendwann bin ich da. Ja, komm, das hätte ja noch gezählt. So, genauso war das eigentlich schon beim zweiten, also beim davor runterrutschen geplant. Nur bin ich zu früh gesprungen. So, okay, gucke ich mich mal ein bisschen um hier. Da ist also nur das da hinten. Und genau das muss ich wahrscheinlich einsetzen. Oh, da frage ich mich jetzt aber, wie ich zurückkomme, ne? Nein! Lara, you had one job. Du hattest nur eine Aufgabe. Und zwar, darüber zu laufen. Ah, okay, hier ist noch irgendwas. Tja, okay, ihr könnt mich mal. Ich hab meinen Spaß. Man glaubt es gar nicht. Ich hab wirklich meinen Spaß. Das ist so awesome. Ich hab so das Gefühl, ich muss das irgendwie eindrücken. Oder irgendwas rausholen.
Ich weiß es noch nicht genau. Was rausholen? Nicht so weit. Also hier irgendwie nicht rausholen, aber irgendwie betätigen halt, ne? So, schnell. So, jetzt hat sich das nämlich geöffnet. Und es wackelt auf einmal alles. Jetzt nicht mehr. Es wackelte nur, weil sich das geöffnet hat. Ja, jetzt öffnet sich das andere Tor. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, wie ich hier zurückkomme. Ich hoffe, dass das Wackeln irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Treppe jetzt auf einmal irgendwie kaputt ist und ich hoch. Oh, komm mal, Tatsache. Das Wasser ist trotzdem noch böse. Das erinnert mich wirklich komplett einfach an Tomb Raider 4. Komplett. Oh, ich müsste Tomb Raider 4 mal wieder für mich spielen. Es war ja mein erstes Tomb Raider-Teil und es war so Ewigkeiten. Und dieses Spiel, das geht ja jetzt auch schon so lange. Mit etwas Glück schaffe ich noch unter die 100, wenn auch sehr knapp. Aber ich glaube etwas drüber. Und dann wäre das ähnlich wie mein Tomb Raider 4-Projekt. Nur dass ich damals eigentlich wenig geschafft habe in einer Folge. Und teilweise auch die Folgen recht kurz hatte, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht so lang wie jetzt diese hier. Teilweise jedenfalls. Und trotzdem, das erinnert mich so sehr, das ist so wie ein, ach ja, damals. Oh, herrlich. Und wieder zu weit gesprungen, ich krieg's auch nicht auf die Reihe. So. Nur habe ich jetzt den Unterschied, dass ich mittlerweile fast alle Tomb Raider-Spiele gespielt habe. Jetzt mit Custom auch noch anfange. Mein Untergang. Customs, die faszinieren mich gerade viel zu sehr. Viel zu sehr. Und ja. Ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen geübter. Man glaube es kaum, auch wenn immer wieder solche Dinge kommen. Aber für diejenigen, die Tomb Raider selber spielen, die wissen ja, es reicht manchmal auf Millisekunde zu spät. Ja, ich muss mich gerade konzentrieren. Zu spät nach vorne. Also, man macht ja immer bei so einem Vorwärtssprung immer die Sprungtaste zuerst und dann nach vorne dingsen. Aber manchmal ist es so, dass das nach vorne dingsen Ticken zu früh ist und die Sprungtaste nicht richtig angenommen wird, so dass halt, ja, so dass man dann halt nach vorne läuft, anstatt nach vorne zu springen. Genauso, wenn man die nach vorne Taste zu einen Ticken zu spät drückt, dass sie einfach nur nach oben springt. Ein kleines Schrittchen dann nach vorne macht dadurch oder dabei, sagen wir es mal so. Und dann ja. Wie das einfach, guck mal, wenn ich durch Lara hindurch sehe, sieht das so schön aus, so beruhigend, ne? Aber dann kommt da schon diese Flammen-Dinger. Aber ich glaube, ich kann mich hier oben hangeln. Das sieht so ein bisschen danach aus. Ich weiß gerade nicht, ob ich gespeichert habe. Es ist vollkommen egal. Nein. Ich muss mal kurz testen. Nein, ich kann mich nicht hangeln. Ich werde auch diesen Sprung nicht schaffen. Aber was ich gesehen habe, das war jetzt eben nur mal, um zu zeigen, dass ich den Sprung wirklich nicht schaffe. Hier unten kann ich mich nämlich zur Seite hangeln. Das habe ich gesehen. Beim Herunterfallen, dass da so eine Nische drin ist. Beziehungsweise ich habe auch an dieser Säule noch was gesehen gehabt und dann ist es mir dadurch noch mehr aufgefallen. So, einmal um die Ecke bitte. Und ich denke mir gerade, ja, hangel dich noch weiter nach unten. Berühre mit den Füßen das Wasser am besten noch. Oh, hier darf ich dann hoch. Das ist aber sehr zuvorkommt. Sehr zuvorkommt. Was ist das eigentlich für ein Teil, was wir vorhin mitgenommen haben? Doch, ein Skarabä. Das wird ja auch als Skarabä bezeichnet. Sieht aber noch nie so. Sah noch nie danach aus. Vielleicht so ein bisschen. Mit viel Fantasie. Guck mal, da ein Hebel. Den betätigen wir doch direkt.
Hab ich schon mal gesagt, dass die Geräusche so passend gemacht sind? Auch jetzt hier wieder mit den Wüt. Ja, ich kann sie überhaupt nicht nachmachen, aber das ist jetzt auch egal. Komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. So, jetzt nur noch die Frage, was hat das gemacht? Ach, das hat jetzt hier so eine Plattform gemacht. Kann ich da auch drauflaufen? Ich kann da drauflaufen. Wie cool ist das denn? Ach, hier liegt ja gar nichts drauf. Ich dachte, hier würde einfach was drauf liegen. Das war zu. Nein, nein, das war jetzt so ein bisschen. Ja, genau. So könnte es gehen. Na, perfekt. Ja, das ist ja nicht mal ein Rückweg, ne? Beziehungsweise es ist kein Rückweg, es ist einfach nur ein zweiter Skarabäe. Dann kann das gut sein, wenn jetzt in dem anderen Gang nur einer drinne ist, das sind diesen einen, der noch verschlossen ist. Ja. Yay. Zum Glück machen die gar nicht mal so viel Schaden, wie ich irgendwie in Erinnerung habe. So, ein Schuss noch verballert. Das war ein Freudenschuss. So, hier ist sonst auch nichts weiter, ne? Also nicht, dass ich jetzt irgendwas noch übersehe. Ach ja. Ach, diese Medipack-Anzahl. So. Dann kann ich ja wieder zurück, wenn ich wüsste, von wo ich gekommen bin. Da, glaube ich, oder? Ja, von dort bin ich gekommen. Warum ist das plötzlich so eine Farbe? Oder war die vorher auch schon? Ich glaube, die war vorher auch schon. Ich habe es nur nicht richtig registriert hier. Es wäre nicht das erste Mal. So, einmal drauf. Einmal hier drauf. Einmal hier drauf. Und das ohne Speichern. Ich wollte es mal erwähnt haben, ne? Also, das ist jetzt nur. Das ist jetzt kein Angeben oder sowas. Nee, das wird. Lasst mich auch mal angeben. So ein kleines bisschen. So, ich gehe den Weg, den ich gekommen bin, auch wieder zurück. Einfach aus Prinzip. Oder wie ich immer sage, weil ich es kann. Das hat immer mein Mitschüler immer gesagt. Immer so, warum machst du das und das? Warum machst du das und jenes? Ja, weil ich es kann. So, dann tue ich die schon mal rein. Aber dann habe ich sie halt schon mal da drinne. Das ist wirklich einfach exakt wie damals in Tomb Raider 4. Ich finde das genial. Ich finde das wirklich genial. So, das ist mittlerweile auch frei. Dann kann es sein, dass in jedem davon doch noch sich einer befindet. Oder kam ich hier von hier? Oh, ich glaube, ich kam. Ja, ich kam von hier. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Also frei ist das immer noch nicht. Da bin ich ja rein. So, dann bleibt uns der Weg. Aber diesen Weg sparen wir uns für die nächste Folge auf. Denn ich mache jetzt hier einfach einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.